Hey Leute, ich habe schon mal so ein ähnliches Video gemacht, aber mit dem BVB. Auf einfachen Wunsch hin mache ich das jetzt gleich nochmal mit meinem persönlichen Lieblingsclub, dem SV Darmstadt 98. Vor einer Saison übernahm Markus Anfang als Trainer bei den Lilien und seitdem läuft es nicht so gut. Anstatt sich in der oberen Tabellenhälfte festzubeißen und auf lange Sicht als eines der Top-Teams der Liga auf sich aufmerksam zu machen, kämpft man mal wieder, so halb, gegen den Abstieg. Und das ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes, denn überhaupt kann man sich nur durch einen riesigen Glücksfall heutzutage Zweitligist nennen, aber mittlerweile lautet der Anspruch eben etwas anders. In dieser Strategie von Sportchef Carsten Wehlmann gibt es auch einen ganz klaren Plan. Junge Spieler. Deswegen hier für euch 10 Transfers für Hessens coolsten Club. Auf der Abgangsseite haben wir als erstes einen Innenverteidiger. Matthias Wettek kam 2019 noch unter Dirk Schuster zum SVD und hat seitdem absolut nichts mehr geleistet. Kein schwerwiegender Abgang, aber der Kader soll wie gesagt entlüftet und verjüngt werden und von daher ist das garantiert keine schlechte Idee. Der nächste Transfer ist Patrick Herrmann. Der Rechtsverteidiger wurde damals als Ersatz für Sandro Sirigu geholt. Matthias Bader hat ihm jedoch den Rang abgelaufen, denn dieser ist jünger, schneller und besonders in der Offensive einfach besser. Für Herrmann tut es mir zwar leid, denn er ist ein überragender Typ, aber es gibt keinen Platz mehr für ihn. Und mit 32 Jahren ist er nun auch mehr oder minder ein Anhängsel, deswegen ist es garantiert keine schlechte Idee, ihn zu verkaufen. Auch für Fabian Schnellhardt gibt es beim SVD wenig Zukunft, denn für die Sechserposition ist er ohnehin zu schwach und ohnehin ist da Viktor Paulsson gesetzt. Für die beiden Achterpositionen davor gilt ungefähr das Gleiche. Söngho Paik und Marvin Melem sind ein gutes Duo. Der Aufstiegsheld Tobi Kempe ist ein 1A-Backup und eventuell kommen mit Leon Müller und Alexander Vogler auch noch zwei Jungs aus dem eigenen Nachwuchs hoch. Tja, ab zu Nummer 4. Im gleichen Jahr gekommen war Matthias Honsack und für ihn wird ebenfalls die Luft dünn, denn Erich Berko und Tim Skarke machen auf den Flügeln gute Arbeit und Honsack will garantiert auch wieder Stammspieler sein. Auch hier tut es mir wieder leid, denn ich mag ihn echt gerne, aber naja, halt kein Platz mehr hier, so leid es mir tut. Im Sturm könnten sich die Lilien dann von Felix Platte trennen, denn der ist mit 25 Jahren im perfekten Fußballeralter. Und hinter dem eventuell noch abwandernden Serdar Dursun und dem aus Mainz gekommenen Aaron Seidel nur noch Stürmer Nummer 3. Mit der richtigen Mannschaft hinter sich könnte Platte jedoch bestimmt ein guter Knipser in der zweiten Liga sein und sein Ex-Club Schalke sucht für den Sommer ja noch Identifikationsfiguren für den Gang in die zweite Liga. So, jetzt haben wir also die Abgangsseite und machen uns mal an die Zugänge. Das war verdammt schwer, denn reich sind die Lilien jetzt nicht gerade und auch eher sportlich unattraktiv. Und da das ja nicht der FIFA-Karrieremodus ist, kommen die Spieler natürlich und nicht unbedingt einfach ans Bölle. Aber wir fangen einfach mal an. Nummer 1 ist der bisher von Union Berlin ausgeliehene Nikolai Rapp. Union spielt um den Einzug ins europäische Geschäft und Rapp ist ein durchschnittlicher Innenverteidiger in der zweiten Liga. Ich denke also, wenn er gerne in Darmstadt bleiben will, werden ihm seine Eisernen da auch keine Steine in den Weg legen. Jetzt brauchen wir ein Backup für Matthias Bader. Oder? Nicht unbedingt. Beim BVB läuft der Vertrag von Felix Passlack aus. Der hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro und wenn wir ehrlich sind, keine Perspektive in der Bundesliga. Es haben schon öfters Vereine mit solchen Deals, also will heißen, ablösefreie oder günstige Spieler aus der Bundesliga holen und diesen zu Raketenstarts verhelfen, gute Erfahrungen gemacht und das kriegen wir unter Garantie auch hin, oder? Auch im Mittelfeld braucht man einen Neuzugang, denn hier hinterlässt Schnellhardt eine amtliche Lücke und auch hier könnte man wieder ablösefrei zuschlagen. Salih Özcan ist beim 1. FC Köln nicht gesetzt und hat bei Holstein Kiel bereits gezeigt, dass er ein sehr guter Zweitligaspieler sein kann. Wie gesagt, auch er ist ablösefrei und entwicklungsfähig und das passt beides in den Plan von Sportdirektor Carsten Wehlmann. Also, könnten wir bestimmt holen. Wieder ein 1:1 Ersatz, nämlich einer für Honsack. Hier dachte ich an eine Leihe, eventuell mit Kaufoption, und habe dafür die Tribünen- und Reservemannschaften von fast allen Bundesliga-Clubs durchkämmt und mich durch unzählige Highlights geklickt. Und verdammt, es hat sich gelohnt. Ansgar Knauf aus der zweiten Mannschaft des BVB ist ein absoluter Hit. Schnell, abschlussstark und einfach ein guter Flügelstürmer. An Carsten Wehrmann, Kaufbefehl. Fünftens, und das war schwer. Einen guten Stürmer zu finden ist immer schwer. Aber dieses Anforderungsprofil, kein Schneckentempo, abschlussstark und jung. Naja, Gott sei Dank bin ich unnachgiebig, ne? So einen Spieler gibt es, den kriegt man dann aber wohl nur zur Leihe.
Karim Adeyemi vom FC Red Bull Salzburg ist ein junger deutscher Stürmer und Spielzeit kann ihm garantiert nicht schaden. Die kriegt er bei RB jedoch nicht. Also, wie wär's mal mit Hessen? So, wir haben jetzt das Altmetall rausgeschmissen und unsere Dellen ausgebessert. Markus, lässt sich damit jetzt eine sorgenfreie Runde spielen? Ja, dann ist ja gut.